Pretoria, die Verwaltungshauptstadt Südafrikas. Von hier aus startet unsere Rundreise. Die Schlafkabinen sind bereits angekoppelt und werden die ganzen 3 Wochen hinter dem Bus herrollen. Kimberley ist unsere erste Station. In westlicher Richtung geht es über Middelburg zum Endpunkt unserer Rundreise nach Johannesburg. Da kommt er, unser Schlupfkabinenwagen. Gemeinsam wird er die letzten Meter an den gewünschten Standort geschoben. In die Hände gespuckt und der Aufbau kann beginnen. Während der Fahrt ist der Schlafkabinenanhänger durch 6 Klappen verschlossen. Aufgestellt bilden diese das Dach bzw. die Trittfläche für das Vorzelt. Hier werden sie paarweise aufgeklappt und befestigt und die schmalen Lücken durch Holme ausgefüllt. Oben im Bild ist bereits ein erster Blick auf die Kabinen möglich. Aus den beiden unteren Platten rechts und links kann jeweils eine Leiter gezogen werden. So können auch weniger sportliche Menschen bequem die Plattform vor den Kabinen betreten. Hinter den rotbraunen Schwingtüren aus Rosshaardecken verbergen sich jeweils 3 Schlafkabinen übereinander. Die eigene Kabine findet man nicht etwa am Geruch, sondern an der weißen Nummer, die außen aufgedruckt ist. Man muss sich lediglich merken, ob man oben, unten oder in der Mitte einquartiert wurde. So, jetzt wird der Laden aber von neugierigen Blicken geschlossen. Dazu wird ringsherum ein Vorzelt angebracht. Die Besitzer von Kabine 12 wollen schon ungeduldig ihr neues Refugium betreten. Sie müssen noch etwas zurückgehalten werden. Doch dann ist es soweit. Sturmfrei auf die Kabinen und die Koffer. Derweil hat der Fahrer, der auch als Koch fungiert, schon einen Topf auf den Herd gestellt. Wasserträger eilen heran, alles geht Hand in Hand. Auch wenn nichts in den Reiseprospekten davon zu lesen ist, gehört es zum Konzept von Rottel, dass alle Reisenden mit anfassen. Die meisten haben ihre Sachen schon verstaut und geordnet und sind, wie man hören kann, bereits bester Stimmung. So können die Nachzügler in Ruhe aus- und umräumen. Und der Erste scheint schon zu Bett gehen zu wollen. Mit diesem Monument priorisierten die Buren ihre Eroberung des Landes. Das Innere des Gebäudes haben sie mit Szenen aus dieser Zeit ausgeschmückt. Oben vom Turm aus lässt sich gut erkennen, dass das Gelände von einer Mauer umgeben ist, auf der Pferdewagen abgebildet sind. Damit soll an die Wagenburgen von damals erinnert werden. An jeder Straßenecke sind Polizei und Sicherheitsdienst präsent. Beispiele wie hier, wo sich die Parteien bemühen, die Keilereien zwischen Schwarz und Weiß selbst zu bereinigen. Im Hintergrundgesang heißt es African Sky Blue, Afrika blauer Himmel.
von wegen blauer Himmel. Dicke Regenwolken hängen am Himmel. Sie sollten uns noch lange begleiten. Bei unserer ersten Rast außerhalb Pretorias, sonst bekannt als grandioser Aussichtspunkt, war kaum die gegenüberliegende Straßenseite zu erkennen. Persönlicher stimmte uns etwas später die Bergwiese mit dem zauberhaften Lilienfeld und dem Blick auf die Twin Falls. So genannt, weil hier zwei Wasserfälle parallel zu Tal stürzen. Am Rande der Twins verkaufen schwarze Künstler und ihre Familien Handarbeit. Man kann auch zusehen, wie die Werke entstehen. Die Wirtschaft Südafrikas wird noch lange brauchen, um sich von den Auswirkungen der Handelsblockade zu erholen. Entsprechend hoch ist die Arbeitslosigkeit der Menschen, speziell der Schwarzen. Eine böse Überraschung, als wir wieder am Bus ankommen. Unser Bus ist bis zu den halben Radkappen eingesunken. Feinde schieben. Aber auch das hilft nichts. Gott sei Dank kommen ein paar Bauwagen vorbei. Sie werden helfen. Anfangs drehen die Räder noch etwas durch. Doch dann ist es geschafft. Bei Pilgrimsrest handelt es sich um ein Museumsdorf aus dem vorigen Jahrhundert. Besonders bekannt sind die noblen Restaurants und Bars. Yeah. Nach dem Besuch verschiedener Geschäfte können wir bestätigen, dass das Warenangebot hier schon etwas Besonderes ist, allerdings auch die geforderten Preise. Zu viel Kaufrausch macht hungrig. Die Bedienung schwebt ein. Die riesengroßen Portionen werden in origineller Art angerichtet serviert. Auch der sichere Umgang mit Zitronen will gelernt sein. Hier ist schon der Förderturm der größten Diamantenmine Kimberleys zu sehen. Von der Aussichtsplattform kann man in ca. 100 Meter Tiefe den Gradersee sehen. Auf dem Gelände steht heute auch ein Museumsdorf. Die liebevoll restaurierten Wohnhäuser, Läden, Handwerksbetriebe und Gaststätten vermitteln ein anschauliches Bild, wie es wohl in der Zeit des Diamantenfiebers dort ausgesehen haben mag. Keep out the cold.
your shelter. If I were a war, if I were. Noch während wir uns an unserem nächsten Standort einrichten, werden wir von einer Vielzahl verschiedener Affenarten beobachtet. Den kleinen, possierlichen Äffchen mag man gerne dabei zusehen, wie sie ähnlich der Schafe oder Kühe eifrig grasen. Bei anderen ist aber besser Vorsicht geboten. Einige sind sogar ausgesprochen dreist. Die herrliche Aussicht entschädigt uns für alle Anstrengungen. Am Zusammenfluss von Teuer und Light River sind die Portoles zu bestaunen. Im Laufe von Millionen Jahren entstanden hier durch Auswaschungen des weichen Felsengrundes interessante Verformungen. Geht man über eine der mächtigen Brücken, sieht man zur anderen Seite die malerische Schlucht des Blyde River. Dahinter erheben sich die drei Rondavels, drei Felsen, deren Form an Rundhütten erinnert. Kalte Sandstürme ziehen über die Karoo. Unsere Reiseleiterin will mit uns wetten, dass es nun endlich so warm wird, dass uns in den nächsten Tagen der Schweiß nur so rinnt. Hätten wir nur die Wette angenommen. Alle frieren wie die Schneider. Ein Heizofen bitte! Der Vorschlag, vorzeitig weiterzufahren, wird einstimmig angenommen. Und wirklich, wir haben Glück. Im Lord Milner Hotel fühlen wir uns um ein Jahrhundert zurückversetzt. Ginger Ale fließt in Strömen. Südafrikanische Bananen haben wieder einen hohen Stellenwert als Exportgut. Interessant ist zu sehen, dass an Bananenstauden gleichzeitig Blüten und fast reife Früchte hängen. Wir nähern uns Kapstadt. Von weitem ist zu sehen, dass der Tafelberg kein Tischtuch trägt, sprich, der Gipfel ist nicht bewölkt, sondern frei. Endlich haben auch wir einmal Wetterglück. Die Gunst der Stunde muss genutzt werden. Noch vor der Stadtrundfahrt geht schnell zur Seilbahn. Bei der Auffahrt zur Talstation bekommen wir schon einen ersten Überblick. Sonnenstrahlen fallen durch das Schutzdach und lassen uns in der Warteschlange zu Zebras werden. Ja, der versucht das aus der Bluse direkt da rauszukriegen. Oben angekommen bietet sich uns ein grandioser Ausblick. Die Nationalhymne Südafrika scheint als Hintergrundmusik durchaus angemessen. Unten links im Bild ist die Küstenstraße zu erkennen. Auf ihr werden wir später die Kaprunfahrt unternehmen. Oh,
Panorama-Blick über die 12 Apostel, so heißen die 12 Berggruppen, die sich hier aneinanderreihen. Nein, wir haben nicht plötzlich das Urlaubsland gewechselt. Wir wussten bisher auch nicht, dass an Südafrikas Südküste Pinguine leben. Sie sind recht zutraulich und haben offensichtlich großen Spaß am Wellenreiten. Im Gänsemarsch wandern wir den befestigten Dünenweg zum berühmten Kap der Guten Hoffnung. Kaum zu glauben, aber wahr, diese kleinen Klippschiefer sind mit den großen Elefanten verwandt. Wenn wir schon am Südkap sein, da soll ich eigentlich auch taufen, entweder im Süden oder auch im Norden. Okay? Durch das du auch am Kap jedes Kap, jetzt weiß ich, zur Herrschaft. Jetzt kennt sich jeder an so einem Becher nehmen. Das nächste Glas genehmigen wir uns am späten Nachmittag in einem Kapstädter Straßenlokal und erhalten von einem Musikständchen. Es geht beschaulich zu in Kapstadt. Die Leute wirken sehr freundlich. Die Kinder treiben ihren Schabernack miteinander und der Ertappte macht eine Unschuldsmiene. Bei der Lektüre der Kleinen handelt es sich wohl um ein sehr trauriges Buch, da dicke Tränen über ihre Wangen rollen. Noch schnell die Akkus von der Leitung und schon geht's weiter. Klar, dass bei diesem Tempo auch tagsüber so manchem die Augen zu fallen. Schade, so können die Neumanns nicht der freundlichen Familie im sogenannten Bando Mercedes zuwinken. Das köstliche Vollkorn. Die Vorstellung des heutigen Mittagsmenüs der Rodelianer ermöglicht einen kleinen Einblick in das Leben außerhalb der Kabinen. Im benachbarten Straußengehege fühlt sich derweil ein Hahn verpflichtet, uns eine besondere Show darzubieten. Der Blick kann schön von wem flacher Hand. Aua. Aua. Flacher Hand. Jetzt hab ich nichts mehr. Am nächsten Tag lernen wir zunächst die Kinderstube dieser mächtigen Tiere kennen. Ein spezielles Gatter ist für die Zuschauer eingerichtet.
Es dient natürlich nicht dazu, Zuschauer dort den Straußen vorzuführen, sondern umgekehrt können die Zuschauer dort recht nah an ausgesucht friedlichen Vertretern dieser Gattung herankommen. Ein Tier wird eingefangen und in ein enges Gatter gepfercht. So kann uns die junge Frau am lebenden Objekt besser die Anatomie des großen Vogels erklären. Aber das Gehirn ist wirklich sehr klein. Ungefähr die Größe von einem Hühnerei und wiegt nur 40 Gramm. Aber die Augenfeder ist ganz groß und wiegt 60 Gramm. Und es gibt drei Augenlider. Oben, unten und auch eins in der Mitte. Und Sie können auch die rosa Beine sehen vorne und auch die rosa Schnabel. Im Schnee. Du kommst auf, du drehst dich gleich um und packst dir deine Ohrringe. Eine Person unserer Gruppe darf auf einem Strauß reiten. Die älteste Teilnehmerin, 82-jährig, nimmt das Angebot begeistert an. Zum Abschluss demonstrieren uns noch die Profis, wie ein echtes Straußenrennen abläuft. Liebliche Landschaft breitet sich aus. Wir fahren in Richtung Gardenhut. Dieser Name spricht für sich. Stände mit frischem Obst säumen den Weg. Dahinter reihen sich die typischen kapholländischen Häuser. Bei uns nur als Grabschmuck bekannt, trifft man die Protea, Südafrikas Nationalblume, in fast allen Regionen des Landes an. Durch eine noble Seidenstraße fahren wir zum Hafen von Port Elizabeth. Die Stadt ist noch nicht sehr alt. Sie wurde erst 1820 durch den englischen Gouverneur Donkin gegründet und nach seiner Ehefrau benannt. Viele Gebäude erinnern noch an die englische Kolonialzeit. Was mag wohl hier erwartet werden? Große Dinge, in diesem Falle große Werkzeuge, werfen ihren Schatten voraus. Mit leichtem Andutzen wie bei unseren Hühnereiern ist hier nichts zu machen. Will man an den goldgelben Inhalt kommen, müssen schon schärfere Geschütze aufgefahren werden. Eine Bohrmaschine und ein Holzlöffelstiel leisten gute Dienste. Es läuft und läuft. Schließlich sollen ja 36 Mäuler gestopft werden. Und es gibt sehr große Mäuler in der Gruppe. Hä? Schau mal her! Straßeneier! An Baden ist nichts zu denken. Über dem Blubergstrand fegt ein kalter Wind. Auch die Einheimischen haben sich unter schützende Büsche zurückgezogen und machen sich dort schön für die Tage, wenn die Sonne wieder einmal wärmer scheinen sollte. Bei dickem Frühnebel beginnt die Fahrt durch die Transkei. Hören wir dem Originalton der Reiseleiterin zu. Das ist mit Sicherheit nicht unbedingt eine Wonne. In den Blechhütten und Holzhütten und windschiefen Hütten zu leben. Und da, wo die Tierstraßen dann aufhören, wenn man links und rechts reinschaut und wo die Schweine, Ziegen, Esel
rumlaufen, da weiß man, dass man dann in einem richtigen Township angekommen ist. Auch Autowracks werden uns die nächsten Tage begleiten. Rechts wieder diese ganz typischen, sehr hohen Lichtmasten. Die hat man dann angefangen, solche hohen Lichtmasten aufzustellen, nachdem man festgestellt hat, dass die normalen Straßenlaternen alle ausgeworfen worden sind. So hat man diese hohen Halogenscheinwerfer aufgestellt. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie getroffen sind. Nachdem wir durch Gebiete auf der Schattenseite Südafrikas gekommen sind, sieht es jetzt besser aus. Aber nur scheinbar. Sehr arme Menschen leben hier. Das Land, das die Weißen ihnen während der Apartheid zuteilten, ist nicht als Ackerland geeignet. Hoffnungslos überweidet ist inzwischen die Korrosion des zerklüfteten und aufgerissenen Bodens unübersehbar. Und gerade jetzt macht auch einer unserer Busreifen schlapp. In kürzester Zeit überlagern uns 30 bis 40 Interessierte. Eine Runderneuerung lohnt bei diesem Reifen wohl kaum. Entlang der Eisenbahnschienen rückt Durban immer näher. Medizinmänner und Frauen. Diese verfügen übrigens größtenteils über ernstzunehmende medizinische und naturwissenschaftliche Kenntnisse. Eine örtliche Reiseführerin versichert uns, dass auch viele Weise ihren Heilerfolgen vertrauen. An der Albert Street beginnt das indische Viertel. Neben den üblichen Warenangeboten in Marktteilen werden hier besonders typische indische Spezialitäten angeboten. Allem voran indische Gewürze. Aber was mögen Flitterwochen-Spices, also Flitterwochengewürze, bewirken? Dagegen gibt es beim Edelsteinkauf guten Durchblick, zumal fachkundige Beratung im Sari-Gewande zur Seite steht. Aber auch afrikanische Waren werden angeboten. Draußen warten Rikscha-Fahrer auf Kundschaft. Die aufwendig farbenprächtig geschmückten Gefährte haben in der Regel indische Besitzer. Die in bunte Kostüme gesteckten Schwarzen sind lediglich ihre angestellten Kulis. Wehe dem, der sie ohne Bezahlung fotografieren will. Die Haie sind hier zweifelsfrei die Stars. Daneben können auch andere tropische Fischarten und Krustentiere bewundert werden. Wir haben mal wieder ein Wetter, wie man es nicht seinen Feinden wünschen möchte. Ausnahmsweise Sonnenschein, als wir am Gate Palaborwa in den Krüger Nationalpark einfahren. Alles klar? Alles klar. Morgen. Grünes, hohes Gras und ebenso grünes, dicht belaubtes Buschwerk säumt die Straße. Die Tiere, die sonst um diese Jahreszeit wenig Deckung haben, sind schnell im Unterholz verschwunden. Die Tiere, die wir zu sehen bekommen, sind oft weit weg und können nur im Teleeinstellungen aufgenommen werden. Zusätzlich macht sich das permanente motorbedingte Zittern des Busses sehr nachteilig bemerkbar. Auch im Krüger Nationalpark sind kleine Flüsse zu reißenden Strömen geworden. Neben Tierbeobachtungen gibt es auch botanisch Interessantes zu sehen. Wir sitzen unter einem sogenannten Leberwurstbaum.
Sie sehen aus wie Leberwürste, man möchte gerade reinbeißen. Für Menschen leider ungenießbar, sind sie aber bei Affen sehr beliebt. Am frühen Morgen wird die Straße durch einen Pavian-Ringkampf blockiert. Hier gibt es in hübschen Nachbildungen all die Tiere zu sehen und zu kaufen, denen wir in freier Wildbahn vergeblich Auge in Auge gegenüberstehen wollten. Kleinere Zwangspausen nutzt jeder auf seine Art. Zum Beispiel kann das elektronische Reisetagebuch gespickt werden. Die ersten Häuser von Soweto tauchen auf und wir fahren in die City von Johannesburg ein. Der übliche Großstadt-Moloch, in diesem Falle auch die Hauptstadt mit der größten Verbrechensrate der Welt. Steigen wir schnell auf aus den Niederungen und überblicken die Stadt lieber von oben. Die vielen Kleinbusse sind Gruppentaxis, Billigtransportmittel in die Townships. Im Stadtbild trifft man fast nur schwarze Menschen an. Damit Südafrika in guter Erinnerung bleibt, werden die Touristen zum Abschluss ihrer Reise gern nach Gold Reef City gekarrt. Neben dem üblichen Touristenrummel fallen die temperamentvoll vorgetragenen Stammestänze der Zulus angenehm auf. Unser Hotel muss ein letztes Mal verpackt werden. Letzte Klappe fällt. Beim nächsten Mal hoffentlich bei besserem Wetter.